Hast du dich schon mal gefragt, warum du eigentlich deine Linie auf der Rennstrecke nicht immer so halten kannst, wie du sie gerne halten möchtest und dein Motorrad anfängt weit zu gehen? Um das geht's genau hier in diesem Video und noch vieles weitere. Bleibt's dran, aber zuerst lass mal wieder mal das Intro rollen. Komm an. Es gibt wenig Sinn. Schon mal versucht, so zu schreiben? Der Lenkimpuls. Also ich dachte nicht, dass es wirklich ein Thema ist, aber ich war ja jetzt ein paar Mal mit ein paar Leuten unterwegs und immer wieder musste ich feststellen, dass das Thema Lenkimpuls ein Problem dafür ist, warum manche die Linie nicht halten können. Oder vor allem jetzt war ich doch mit ein paar Leuten am Slowakiering. Da war eigentlich mehr so, da hat man mehr so gesehen, dass diese schnellen Wechselkurven relativ schlecht funktioniert haben und viele da extremen Bogen immer gefahren sind. Und ich habe es am Anfang gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, ja, du musst halt früher umlegen, ne? Oder schneller umlegen oder wie auch immer. Und dann habe ich mal gefragt, ob ihr denn, oder ich bin bewusst die Person angesprochen, gibst du denn einen bewussten Lenkimpuls an der Stelle? Und dann sagte der, nein. Das sagten die meisten. Und dann habe ich gesagt, weißt du denn überhaupt, in welche Richtung der Lenkimpuls gegeben werden muss, damit du den Wechsel meinetwegen von rechts nach links ausführst? Dann sagt er wieder, nein. Und das ist jetzt nicht unbedingt jemand, oder sind nicht welche gewesen, die jetzt irgendwie langsam waren oder so, sondern sie sind schon schnell Motorrad gefahren und beherrschen das auch ganz gut und sind auch sicher. Aber so dieses gewisse Etwas, dieses i-Tüpfelchen, das ging ihnen tatsächlich ab. Und zwar hast du am Slowakiering einmal, zwei, dreimal die Stelle, wo du unter Beschleunigung, also so ziemlich unter, naja, da gibst du schon ordentlich Gas, von rechts nach links gehen musst. Und wenn du zum Beispiel nicht weißt, dass du den Lenker im Endeffekt nach rechts drücken musst, um eine Linksschräglage oder einen Linkshaken einzuführen, kann es auch passieren, dass du dich beim Festhalten am Lenker das Motorrad eventuell in die andere Richtung, also sprich nach rechts drücken möchtest und somit den Linksknick ja gar nicht fahren kannst. Und meistens war das dann tatsächlich so, dass die dann beim Umlegen mit der Körperhaltung hoch aus den Rassen kommen sind, aber sich halt am Lenker festgehalten haben und dann das Motorrad quasi über diesen verkehrten Lenkimpuls mehr oder weniger in der Rechtsschräglage geblieben, dass das Motorrad dann quasi in der Rechtsschräglage geblieben ist, obwohl sie eigentlich nach links rüber wollten. Und ich kann es jetzt im Video kurz einblenden.
ich fahre quasi eine Gerade hinter denen her, mache einen ganzen kurzen, eigentlich überhaupt keinen Schlenker, sondern ich lege halt einfach von rechts nach links um, während der vor mir quasi einen Bogen ausfährt, weil es in dem Moment, wo er eigentlich nach links rüber will, merkt, ah, Motorrad fährt nur nach rechts, Gas wieder zu, ah, jetzt kommt sie. Und bei allen, die das Problem hatten, die wussten nicht, dass der Lenkimpuls entgegengesetzt sein muss. So. Das Thema Lenkimpuls wird ja im Internet extrem diskutiert oder debattiert, oder es gibt auch ein oder anderes Video dazu, und es gibt ja ein paar, die sagen, man, das Motorrad fährt komplett ohne Lenkimpuls. Also sprich, man gibt diese Lenkimpulse nur über den Körper, sprich über die Fußrasten, über den Oberkörper. Der Meinung war ich auch sehr lange, weil es mir eingetrichtert worden ist, bis ich mal eines Besseren belehrt wurde und dann bewusst auch zusätzlich zu der richtigen Körperhaltung auch die richtigen Lenkimpulse an der richtigen Stelle ausgeführt habe. Und das, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich um Welten schneller geworden. Also ich konnte halt viel schnellere Linienwechsel machen, ich konnte also viel schnellere Richtungswechsel machen, ich konnte bei viel mehr Bremse noch einlenken etc. Also es ist schon wichtig, und du kannst mit vielen, vielen Profifahrern reden, die sagen dir alle das Gleiche. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Beispiel. Ein Fahrrad ist ja zum Beispiel nichts anderes wie ein Motorrad, nur dass es keinen Motor hat und die Kreiselkräfte eines Fahrrads nicht so groß sind, weil man halt auch nicht so schnell fährt. So, jetzt machst du mal folgendes Beispiel. Du fährst mit dem Motorrad durchs Fahrerlager Schrittgeschwindigkeit und biegst im Fahrerlager in deine Box oder in dein Zelt oder was auch immer was ab. Dann wirst du merken, dass der Lenker sich in die Richtung dreht, in die du fährst. Also ganz bewusst in aufrechter Position, du lenkst ein und das biegt ab. So, sobald du die Boxengasse verlässt und über, sage ich mal, ja, bewusst merkt man es schon bei 40, 50, 60 km/h, baut das Motorrad ja so eine gewisse Kreiselkraft auf und wird stabil. Sprich, du kannst ab dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich auch bewusst deine Hände vom Lenker nehmen und sagen, okay, das Motorrad fährt trotzdem geradeaus, freihändig fahren kann fast jeder. So, und das ist nur dazu, weil diese Kreiselkräfte entstehen. Ich habe ja in meinem Video bezüglich, warum schlägt mein Lenker, schon das Beispiel mit diesem Kreisel meiner Tochter gemacht. Also sobald eine gewisse Geschwindigkeit herrscht, Kreiselkräfte. Und diese Kreiselkräfte werden mit erhöhter Geschwindigkeit immer mehr. Und desto höher diese Kreiselkräfte sind, umso einfacher ist es theoretisch freihändig zu fahren und umso weniger wird das Motorrad beeinflusst dadurch, wo ich sitze, ob ich jetzt rechts, links, mittig sitze, ein bisschen mehr Gewicht auf der rechten oder auf der linken Fußraste habe und so weiter. Und jetzt kommt's. Natürlich kannst du mit 150 km/h, wenn du das Gas zumachst und die Hände auseinander tust, eine leichte Kurve fahren, das wirst du schaffen. Also du kannst dich in die Kurve legen und dann wirst du merken, dass das Motorrad anfängt, nach rechts zu gehen. Das funktioniert, das habe ich probiert. Kannst du mal, wenn du die Strecke für dich hast, auf einer langen Stadtziel oder auf dem Flugplatz, wenn du da mal die Möglichkeit hast oder so, einfach mal ausprobieren. Es wird funktionieren. Aber das hat nichts mit Kurve fahren zu tun, weil dieser Moment, wenn du die Hände loslässt und dich da hineinlegst, relativ unkontrolliert ist. Also du kannst nicht auf 20 cm genau sagen, du willst jetzt da hinfahren, sondern es biegt ab und es kommt langsam rüber, aber es hat nichts mit einer Kurve zu tun. Weil die Kurve hat in der Regel einen viel höheren Radius als das, was du damit eigentlich erzeugen kannst. Also ja, du kannst das Motorrad über den Körper bewegen, aber das bewusste Kurvenfahren kommt dann letztendlich über den Lenker. Du bist zum Beispiel auf einer Geraden, da vorne kommt eine Rechtskurve, du bremst beim 200-Meter-Schild und du bremst ziemlich hart, du hast deine Körperhaltung vorausgesetzt, du sitzt schon mit der Arschbacke auf der rechten Seite und dann bremst du bis aufrecht, nimmst das Knie raus, schaust in die Kurve hinein. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt.
auf der Bremse ist das Motorrad ja im Endeffekt noch viel, viel stabiler im Geradeauslauf und das die meisten Motorräder wollen da ungern einlenken, vor allem so Straßenmotorräder. Und jetzt kommt es eigentlich darauf an, auf meine vorausgesetzte Körperhaltung, dass ich diesen Lenkimpuls ausführe und genau in dem Moment einlenke, wo ich auch will. Und nur so kann ich diesen Punkt auch treffen. Ich habe mal ein kleines Beispiel am Fahrer gemacht. Schaut es euch mal an. Jetzt versuchen wir doch einmal, meiner Kamera da hinten ohne Lenkung auszuweichen. Habt ihr gesehen? Funktioniert so halbwegs. Also geht auch ohne Lenkung. Man muss natürlich bedenken, das Fahrrad hat viel weniger Kreiselkräfte als ein Motorrad. Jetzt versuchen wir das Ganze mal mit Lenkung. Wie genau, dass ich da, ausweichen kann, auf einen Millimeter genau. Langsamer Geschwindigkeit geht es gar nicht. Also beschäftigen wir uns mal kurz mit dem Thema Impuls. Also es ist überhaupt kein Problem, mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad so freihändig zu fahren. Es ist auch kein Problem, jetzt einen langsamen Richtungswechsel zu machen. Seht ihr auch, das geht. Das geht auch bis zu einer gewissen Geschwindigkeit mit dem Motorrad. Da kannst du schon mit deinem Körper das Motorrad ein bisschen lenken. So. Jetzt kommt aber der Clou. Beim Motorrad haben wir natürlich viel, viel mehr Kreiselkräfte. Und desto schneller wir fahren, umso höher werden die Kreiselkräfte. Und umso weniger kann ich mit meinem Körpergewicht machen. Da kann ich jetzt, desto schneller ich jetzt mit dem Fahrrad fahre, Moment, umso stabiler wird das. Also ich habe jetzt ein bisschen Seitenwind, ja. Aber umso stabiler wird es, umso weniger kommt meine Körperbewegung ins Spiel. So, und jetzt schaut mal auf meinen rechten Finger. Der rechte Finger kann jetzt auf den rechten Lenker, wenn ich ihn jetzt so nehme, nur den Lenker in die Richtung drücken. Hupp, fahre ich sofort nach rechts. Gesehen? Andere Seite, fahre ich sofort nach links. Das heißt, viele wissen es nicht, aber es geht genau in die andere Richtung. Hupp. So, also wenn jetzt noch irgendjemand behauptet, da draußen ein Motorrad wäre, um die Kurve zu lenken, ohne den Lenker zu betätigen, dem zahle ich sofort die Startgebühr auf einer Rennstrecke und dann schweißen wir ihm mal ein zusätzliches paar Lenkergelenke an den Tank und er darf den normalen Lenker nicht anfassen und dann möchte ich sehen, wie der zum Beispiel am Slowakiering unter Vollgas auf die Stadt Ziel diesen Linksknick macht. Das ist nämlich total unmöglich, das ist absolut unmöglich. Du kannst bei 200 km/h unter Vollgas, du kannst auf deiner Fußraste rumspringen, so viel wie du willst, das spielt überhaupt keine Rolle. Du wirst das Motorrad nicht dahin kriegen, wo du es hin willst. Und vor allem, jetzt kommt der Unterschied, jeder da draußen macht Lenkimpulse, nur er macht sie in der Regel unbewusst. Aber man muss wissen, in welche Richtung das Motorrad gelenkt werden muss, damit es in diese Richtung fährt. Und das wissen viele nicht. Also, wie sollte das Ganze jetzt in der Praxis aussehen? Im Grunde genommen, wie ich ja schon erwähnt habe, wir wollen eine Rechtskurve fahren, lenken wir in die Richtung, wir wollen eine Linkskurve fahren, lenken wir in die andere Richtung. Jetzt können wir zum Beispiel beobachten, wenn ich jetzt hier am Ständer, deswegen steht sie am Seitenständer, anfange zu wippen und ich wippe jetzt nach rechts, dann sieht man, wie der Lenker nach links geht.
Das einmal so als kleiner Beweis. Man sieht aber auch, dass hier im Stand das Motorrad ja wunderschön quasi einen Richtungswechsel machen würde. Das können wir aber nicht auf die Fahrt beziehen, denn in der Fahrt haben wir ja, wie schon erwähnt, unsere Kreiselkräfte und da können wir auch nur eine minimale Kurve fahren. Also entscheidend ist jetzt, falls ich vor allem explizit diese Richtungswechsel habe, wie am Slowakiering, unter Last, ich quasi aus einer Rechtskurve herauskomme, fange an zu beschleunigen und will dann nach links rüber. Habt ihr gerade gesehen, was der Lenker macht? Zack. Das mache ich jetzt einerseits mit dem Lenkimpuls, übertrieben gesagt so, und andererseits natürlich auch mit meinem Körpergewicht auf der Fußraste, also beides zusammen. Also wirklich, übt es mal, wenn ihr auf der langen Geraden, statt Ziel, Gegengeraden, was auch immer, macht es mal einfach in der Kanzel, einen Lenkimpuls hier, einen Lenkimpuls hier. Und dann seht ihr mal, wie schnell das Motorrad von links nach rechts abbiegt. Noch ein Beispiel, wenn du dir ein Rennen auf Eurosport anschaust, Moto2, Moto3, MotoGP, wenn sich die aus dem Windschatten heraus auf der Gegen- oder Startzielgeraden überholen, dann machen ja die auch kein Hanging-Off. Dann gehen die auch nicht auf die Fußrasten und fangen hier zum Rumhüpfen an, sondern die sind ganz, ganz versteckt hinter der Kanzel und machen das Ganze nur mit minimalen Lenkimpulsen. Das gleiche Beispiel Hockenheim, die Parabolika, die ganz lange, schnelle Linksgerade. Da wo du 250 aufwärts fährst, da hast du keine Chance hier irgendwie Hanging Off zu machen. Da fällst du vom Motorrad und machst extrem viel Windwiderstand, bringst auch extrem viel Unruhe rein. Da ist es ausreichend, hinter der Kanzel zu sein und einfach mit Lenkimpulsen vernünftig zu arbeiten. Und eben auch in den Wechselkurven. Und jetzt kommt auch der Clou, warum ich immer schon prophezei, haltet euch nicht am Lenker fest. In dem Moment, wo du dich quasi beim Beschleunigen am Lenker festhältst, kommt quasi automatisch ein Impuls auf den Lenker. Und der kann im Zuge dessen vermutlicherweise auch in die verkehrte Richtung gehen. Und das ist, warum viele die Linie nicht halten können und deswegen meinetwegen diesen Drall dieser vorherigen Kurve, in dem Fall vielleicht eine Rechtskurve, hinterherfahren und somit so einen riesen Bogen ausfahren, weil sie im Endeffekt beim Richtungswechsel von rechts nach links nicht hier drücken, sondern eventuell hier drücken und hier ziehen. Also in dem Fall machen sie das und dann mag das Motorrad auf keinen Fall nach links, sondern es bleibt auf rechts. Und dann müssen sie erst das Gas wieder schließen. Dann kommt wieder Ruhe ins Motorrad, dann brauchen sie sich auch nicht mehr festhalten, weil sie quasi nicht mehr nach hinten runterfallen. Und erst dann geben sie dem unbewussten Lenkimpuls, es geht nach links, also hier. Und dann fahren sie dann trotzdem nach links. Aber in dieser Zeit fahren sie einfach einen gigantisch großen Bogen aus und in der Zeit ist jemand anders, der einen bewussten Lenkimpuls mit der richtigen Körperhaltung macht, der schlägt einen richtigen Haken, der kann auf ein und derselben Linie, kann der einfach von rechts nach links gehen, ohne quasi einen Meter mehr zu fahren, sondern der bleibt auf der direkten geraden Linie. Und das gilt es zu üben. Also versucht es mal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und nicht wisst, wie es sich anfühlt. Nehmt mal eine Startzielgerade, eine lange. Fahrt einfach mal ganz normal, vielleicht ein bisschen langsamer, vielleicht nicht ganz Vollgas. Vergewissert euch, dass keiner hinter euch ist, vielleicht auch so nebenbei. Und dann macht mal so bewusste Lenkimpulse und versetzt mal, wie schnell das Motorrad eigentlich auf der ein und derselben Linie Richtungswechsel machen kann. Times I think of leaving, my mind takes me back to fall, when the snow begins to sink.